dieses Video geht ganz anders los, als wir es uns vorgestellt haben. Wir haben festgestellt, dass Nusa jetzt schon zum zweiten Mal einen sehr, sehr dunklen Stuhlgang hat. Und das liegt nicht an der Ernährung, weil wir keine Leber verfüttert haben, wie wir das schon mal gemacht haben. Und dann war der Stuhlgang ein bisschen schwarz. Aber da lag es an der Leber, jetzt können wir uns das nicht erklären. Googelt man das, steht da, bitte sofort den Tierarzt kontaktieren. Das haben wir gemacht und wir fahren jetzt mal vorbei und lassen ihren Kot untersuchen. Ja, also beim Tierarzt war alles okay, mit ihrer Kaka ist alles super und es wurde noch so ein Virustest gemacht, war auch alles negativ und jetzt waren wir innerhalb von 4 Wochen bei 4 Tierärzten und die haben uns alle versichert, dass alles okay ist und wir lernen jetzt vielleicht etwas entspannter zu werden. Ja, ganz sicher. Ja, und jetzt geht's weiter nach Bosa. Auf dem Weg nach Bosa sollen wir aber unbedingt in der kleinen Küstenstadt Sarkitu einen Halt einlegen, was wir natürlich auch prompt machen. Normalerweise, wenn es nicht so windig und nicht so wellig ist, kann man da Felsen besichtigen bzw. Höhlen, die weiter unten am Meer sind, besichtigen. Wir haben allerdings ein bisschen schlechtes Wetter mitgebracht, weshalb wir uns von oben die wunderschönen Wellen anschauen können. Ja, also eigentlich sind wir jetzt hier unterwegs. Ja, bitte, darfst fahren. An der Westküste und wollten uns noch ein paar kleine Dörfer angucken, aber das Wetter hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat geregnet ohne Ende und dann sind wir halt bis zu unserem Endziel für heute durchgefahren und das ist Bosa. Das schauen wir uns morgen an. Jetzt geht es erstmal zu unserem Stellplatz und wir werden eine kleine Runde schlafen und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. So, ich glaube, das ist die allererste richtig schöne Stadt, die wir hier auf Sardinien besuchen. Aber die Sonne kommt raus. Die Sonne kommt jetzt raus, perfekt. Aber es hat weniger mit Sardinien zu tun, sondern vielmehr mit unserer kleinen Socke hier. Mit ihr können wir nämlich ja die ganze Zeit nicht so viele Touren machen, aber heute können wir eine Tour machen. So. Und zwar durch Algero. Nein, ist... Ach so, nee, erst Bosa, wir sind in Bosa. Fake News. Algero kommt später dran. Und jetzt gibt es hier oben eine Burg, es gibt enge Gassen und es gibt hier wohl ein schönes Café und das wollen wir uns alles anschauen.
Wir haben jetzt, es ist Mittagszeit. Mal gucken, was wir hier so alles erleben werden. Nusa hat hier auf jeden Fall was Leckeres zu essen gefunden auf dem Boden, irgendwelche Kastanien. Also wir haben alle dolle viel Spaß und gucken uns das jetzt alles hier mal an. Ja, wir stehen vor verschlossenen Türen. Es hat leider zu. Das kann man nur Samstag und Sonntag besichtigen. Ja, jetzt in der Jahreszeit. Ja, zwischen Mitte November und Mitte März. Aber die Aussicht hier ist trotzdem ganz nice. Aber leider kommen wir da nicht rein. Hätte auch 5 Euro Eintritt pro Person gekostet. Die sparen wir uns dann halt und genießen die Aussicht so. Ich finde, das ist richtig schön. Also mich faszinieren solche alten Städte und Dörfer immer wieder. Die Baukunst und auch wie die Stadt halt einfach angelegt ist. Das ist so schön. Es ist richtig eng unten in den Gassen. Und Nusa findet es auch richtig schön. Ich glaube, das haben sie halt damals auch so gemacht, damit es im Sommer nicht so heiß ist. Es Feinde halt schwerer haben, da anzugreifen. Und es ist halt auch überhaupt nicht windig in der Stadt. Aber hier oben bläst halt schon eine gute Brise. Ja, also ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Bosa an der Westküste. Ist ein Traum. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? It was me every night. When I close my eyes. Also die sind zum Verkauf hier. Hä, was meinst du, wie viel kostet so ein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. 20, 30, 40.000. Es ist ja nur dieses kleine Ding, es ist ein Raum. Ja, aber es ist bestimmt mehrstöckig, oder? Nee. Doch, guck mal, da geht's bestimmt noch runter. Aber das sieht ja aus, als wären da Nachbarn mit Geschmack. Und das ist auch voll süß hier. Komm, wir holen uns hier so ein kleines Häuschen. Hier kann man auch mit Van parken. Wäre toll. Also an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte. Abonnieren für eine kleine Bude in Alghero. Zusammen können wir das schaffen, Freunde. Schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Und ja. Wir laufen jetzt mal weiter. Ok, perfetto, facciamo così. Allora dopo, grazie mille. Ciao, arrivederci. Und, klappt's? Ja, wir buchen dann aber dort vor Ort. Okay, super. Ja, wir nehmen uns jetzt nämlich eine Unterkunft, wir müssen ein bisschen flüchten. Es zieht sich richtig heftig zu und wir haben in allen Wetter-Apps nachgesehen und auch in den Wind-Apps. Es kommt heftiger Wind auf uns zu. Wir wollten eigentlich in einem Agri-Camper uns hinstellen, ein bisschen mehr im Landesinneren. Aber er hat schon gesagt, da ist alles super matschig und er empfiehlt uns nicht hinzugehen.
Ja, und jetzt stehen wir auf so einem kleinen Parkplatz, wo jetzt schon sehr viel Wasser steht, sehr viele große Pfützen sind. Und wenn jetzt nochmal 2 Tage heftiger Regen kommt, ist es für uns im Camper einfach ein und bisschen... Und deswegen wissen wir auch gar nicht, wohin. Und am Strand möchten wir natürlich mit krassen Regen- und Windböen auch mit heftigen, also die Windwarnung ist ja schon rot, mit heftigem Wind da jetzt auch nicht stehen, weil es immer für uns anstrengend, mit ihr dann auch rauszugehen, spazieren zu gehen oder schon nachts eine Pipi machen. Ja, ist ja auch für Nusa, es ist auch anstrengend, wenn es so windig ist, so wie gestern zum Beispiel, dann flippt die auch komplett aus, weil sie friert. Ja, wir müssen ihr noch so ein Regenwestchen kaufen, weil es ist für sie auch echt kalt. Also das ist auch echt kalt geworden, ja. Das ist echt nicht so angenehm. Genau, deswegen, ja. War es das für heute mit Bosa und wir fahren jetzt Richtung Alghero in diese kleine Unterkunft, warten da die nächsten 2 Tage Regen ab und den Sturm ab und ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag soll es wieder gutes Wetter geben und dann wollen wir uns Alghero anschauen. Und dann haben wir auch nicht mehr viel Zeit, weil am Sonntag geht unsere Fähre. Freust du dich auf eine warme Dusche? Ja! Richtig. Ich gehe nochmal schnell Pipi machen. Ja, ich auch gleich. Und die haben so ein kleines Häuschen für uns und wir können da parken. Ja, wir können da direkt parken. Da ist ein großer Parkplatz. Wir haben ein Häuschen. Sehr gut. Sehr gut. Das machen wir jetzt einfach. Das gönnen wir uns hin. Hallo? Hallo? Nusa? Komm her! Ja, komm her! Ja, komm her! Wir sind hier in einer Wohnung! Oh, du freust dich auch, gell? Ja. Ja, den Regen haben wir und das Unwetter gut überstanden. Endlich ist Sonnenschein. Das geilste Wetter, ist schön warm. Und jetzt gehen wir nach Alghero. Das ist ganz hier in der Nähe. Wir haben für diese wunderschöne Unterkunft für 3 Tage haben wir 180 Euro bezahlt. Ein Frühstück haben wir geschenkt bekommen und 6 Eier. Also ich würde sagen, das geht ganz schön ins Geld. Deswegen hoffen wir, dass das Wetter jetzt gut bleibt für die nächsten Tage. Denn in 3 Tagen geht unsere Fähre. Und ja, jetzt freue ich mich auf eine schöne Stadt. Alghero wird nämlich auch das kleine Barcelona genannt. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt. Und ihr wisst ja noch gar nicht, wo es danach hingeht. Jo, und es kann losgehen. Wir haben hier unsere Kamera aktiviert. Die haben wir hier immer drin. Die steht da. Und ja, warnt uns immer. Also eigentlich warnt sie uns nie. Weil wir keine Bedrohung am Auto hatten. Aber... falls was wäre. Bei uns wird ja schon mal eingebrochen und deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtiger und gerade wenn wir in der Stadt stehen, machen wir die doch ganz gerne mal an. Und die schickt uns immer eine Mitteilung, wenn es eine Bewegung gibt. So, und jetzt gehen wir in die Richtung müssen wir, glaube ich, laufen. Und zwar da nach vorne. Da sieht man schon den Kirchturm und den Hafen und da ist die Altstadt von Alghero. Übrigens, was sagt ihr denn zu Mellys neuer Frisur? Das hier habe ich der Melli geschnitten. Ja. Richtiger Top-Friseur, würde ich sagen. Und das hat sich Melli gestern alleine geschnitten, den Pony.
Alghero verlassen und sind jetzt an einem richtig schönen Stellplatz angekommen. Es steht mit uns noch ein anderer Camper da und ein paar Tagesbesucher. Aber hier bleiben wir jetzt auch für eine Nacht. Und Melli macht uns jetzt nochmal einen schönen Cappuccino. Das ist ein Sonnenuntergangs-Cappuccino. Hat sich irgendwie so eingebürgert, wenn jetzt die Sonne so früh untergeht. Ja, trinken wir halt trotzdem unseren Kaffee. Und ich zeige euch mal die Aussicht hier mit der Drohne. Und dann verrate ich euch, wo wir als nächstes hinfahren. Wir waren heute im kleinen Barcelona und dann sehen wir uns, ja, wenn ihr mögt und unseren Kanal abonniert, nächste Woche aus dem großen Barcelona wieder. Da geht nämlich in ein paar Tagen unsere Fähre und ich glaube, dieser Platz ist perfekt, um sich von Sardinien zu verabschieden. Es hat uns richtig, richtig gut gefallen. Sardinien hat ganz, ganz viele tolle Seiten. Was uns nicht so gut gefallen hat, war, dass es ja, hier sehr vermüllt teilweise ist. Es gibt sehr viele wilde Müllkippen, nicht überall, aber an manchen Orten sehr, sehr viele. Das ist leider ja, nicht so gut gewesen, aber es ist halt einfach eine traumhaft schöne Insel. So für uns war es halt einfach perfekt und ja, wir sind auch mit der Insel verbunden durch Nusa und werden sicherlich irgendwann einmal wiederkommen, weil wir konnten uns jetzt auch nicht alles ansehen. 2 Monate waren dann doch ganz schön kurz. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.